Einen wunderschönen Freitag, guten Morgen. Es ist 5 vor 10. Wir sind oder sind dabei, in Elder Scroll reinzugehen. Es hat eine neue Tropaktion angefangen, die bis zum 16. Juni geht. Ihr könnt euch diesmal ein Kostüm neben den Kisten ergattern. 4 Stunden Guckzeit ist nötig. Ja, ich hoffe, ihr hattet letzte Woche an das Kätzchen mit den Kisten gedacht und ein bisschen Glück mit den Kisten gehabt. Bei mir war nicht so viel Tolles drin, nur so Tränke und das Übliche halt. Ja, im Hintergrund wurschtelt noch der Bran rum und der wartet, dass ich annehme. Wunderbar. Das habe ich nicht Ja, guten gesehen. Morgen. Guten Morgen erstmal. Ich möchte mich übrigens dagegen verwehren, dass ich immer nur im Hintergrund bin. Ich bin doch hoffentlich neben dir und nicht immer nur im Hintergrund. Das sagst du jedes Mal morgens. Das finde ich frech. Für mich bist du da irgendwo im Hintergrund, ne? Ich sehe dich ja nicht. Das sagt schon wieder alles. Das ist so wieder deine Einstellung gegenüber. Ich bin beleidigt, jawohl. Schnüff. Mit alten Männern kann man es ja machen, ne? Ja, natürlich. Du bist ja erst noch älter geworden, also von daher, ne? Ja, du wirst ja nicht älter, das ist mir schon klar. Nein, niemals. Frauen werden ab bestimmten Alter nicht älter. Wer hat das denn gesagt? Ich glaube, Coco Chanel hat das mal gesagt. Tja. Kre. Ja, ich gehe mal davon aus, ich muss dann wahrscheinlich einfach nur hier raus oder Ja. kommst du hier rein? Ich bin zu dir gereist, aber wenn man das reist, dann landet man ja nie an der gleichen Es hatte Stelle. stets Warum Wunder. das so Ich ist, weiß ich nicht. wollte Meistens sehen, landet dass man dich ja am anders nächsten leicht aus. Ich Wegpunkt. keine Besucher. Ich stehe aber unten an der Treppe, also. Na, dann doppel ich mal runter. Genau, ich sehe dich schon. Die da oben haben gerade lautstark gestritten. So, da bin ich. Und der Bot hat im Discord noch keine Meldung gemacht, dass wir angefangen haben. Frechheit. Ich habe Mielka begrüßt euch alle aufs Herzlichste. Nehmt euch was zu Ja, trinken, das Zuckermann. ist ja im Chat, im Ja. Discord. Da habe ich doch immer diesen einen Bot, der dann immer ankündigt, jetzt geht's los. Dazu kann ich nichts sagen, ne. Ich sehe das immer nur, dass kein kleines Eins am Discord-Fenster hängt. Ja. Weil ich ja immer die Anhänge erst händisch entfernen muss. Und dann, ja. Jetzt dafür alte Ruhen auch da. Junge! Gut. Ich habe da irgendwas mit Altruhen zurückkehren. Ja, ich auch. Das ist die Quest, die wir letztens gerade gemacht hatten. Altruhn war dieser Platz, wo sich die Aschländer getroffen haben. Das ist da ist gibt's auch einen Wegschrein. Wir müssen halt nur hier gerade rauf zu diesem Wegschrein hier und dann könnten wir da weiter. Weg schon. Wegschrein von Altruhn, das ist so oben links. Lichtschalten. Ja, oder oben links in der Da, Mitte. Altruhen. Altruhn. Ich hab's Ja. gefunden. Hey, du bist ja schon da. Mm-mm. Ja, ich sehe dich jedenfalls schon. Jetzt bin ich da. Ja, jetzt bewegst du dich auch. Warte mal.
muss den Chat noch umstellen. So, also den Ingame-Chat. Mhm. Das geht ja niemandem was an, was nichts mit der Gilde zu tun hat. Kennt man ja, ne? Ich kann ja schlecht jeden fragen. Es wird ein bisschen schwierig. Ich hoffe, wir müssen hier hoch oder so. Ist jetzt ein bisschen schwieriger zu finden, alles ohne Minimap. Ach, das. Da hinten noch etwa. Ah, hier. Ach ja, wir sollten ja zu der Schwester. Mhm. Stimmt, die steht hier. Wir sollen die Schwester irgendwie überreden, ihren Bruder, keine Ahnung. Genau. Hier, andere Seite, hier hinten. Ich habe hier ein Zamamu. Der hat auch eine Quest. Ah gut, dann können wir auch zu dem gerade noch gehen, stimmt. Es war weise von euch, die Gunst meines Volkes erringen zu wollen. Ja, den Hellehrern zu helfen, stimmt. Vermutlich nicht ganz so sehr. Doch ich vermute, wir werden schon sehen, wozu das am Ende führt. Gibt es etwas, was ich für euch tun kann? Man hat mir gesagt, ich soll euch aufsuchen, wenn ich den Aschlermann-Ständen noch weiterhelfen will. Ich verstehe. Ja, ich habe die Zeit, in der wir hier versammelt sind, dafür genutzt, die anderen Stämme dazu zu drängen, sich anzupassen und sich Verbündete zu suchen. Es ist außerordentlich wichtig, sich vorzubereiten, wenn wir den bevorstehenden Wandel überleben wollen. Es war nicht leicht, aber vielleicht könntet ihr als maßgebliches Beispiel dafür gereichen. Und was muss ich dafür tun? Zeigt einfach die Bereitschaft, den Stämmen zu helfen. Oder auch nur die Bereitschaft, etwas über ihre Lebensweise zu erfahren. Geht und sprecht mit ihnen. Zeigt ihnen, dass man euch vertrauen kann. Dann werdet ihr mit der Gunst der Stämme belohnt werden. Okay, ich werde mit ihnen sprechen. Trefft euch mit den Aschländerstämmen. Erfahrt von ihren Problemen und bietet eure Hilfe an. Zeigt Respekt für ihre Traditionen und ihr findet sicherlich jemanden, der mit euch sprechen wird. Helft, wo ihr nur könnt und lasst sie sehen, dass nicht alle unsere Feinde sind. Müsste ich dann haben wir hier noch eine Quest abgegeben, statt eine neue zu kriegen? Mhm. Genau. Wir gar nicht so schlecht hier hinzulatschen. So, und jetzt müssen wir die Schwester oder können wir die Schwester. Die Schwester ist hier hinten gegenüber im gegenüberliegenden Zelt. Zelda-Komplex. Fremdländerin, rasch hier lang! Guten Tag. Seit unserer letzten Unterhaltung habe ich über den Anspruch meines Bruders auf den Titel des Nerevarine nachgedacht. Ganz gleich, wie sehr ich es auch versuche, das Wort rollt mir einfach nicht von der Zunge. Und jetzt fürchte ich, dass er die Weissagerin am Ende davon überzeugt, dass sein Streben nach Macht den Stämmen nützen könnte. Wie kann ich euch helfen? Mein Bruder wird geachtet und verehrt. Er hat Verbündete in allen Stämmen, seine persönlichen Freunde vom Rotexil nicht einmal mitgerechnet. Wir müssen vorsichtig vorgehen und die Sitten und Gebräuche der Aschländer dabei respektieren. Alles andere wird nur in Gewalt und Blutvergießen münden. Also, und was machen wir dann jetzt? Wir reden mit meinem Bruder. Wir überzeugen ihn davon, dass dieser Weg nirgendwo hinführt. Gelingt uns das nicht, sorgen wir wenigstens dafür, dass die Weissagerin nicht in diesen Wahnsinn hineingezogen wird. Was immer Chodala auch sagt oder tut, greift ihn nicht an. Es darf keinen Krieg zwischen den Häusern und den Aschländern geben. Als wenn man Brüder von irgendwas überzeugen könnte. ich folge eurem Beispiel. Ich behaupte, wir werden keinen Erfolg haben. Die Weissagerin. Ich hatte gehofft, sie wäre hier. Du kommst zu spät, liebe Schwester. Trotz deines Einspruchs ist die Weissagerin in die Höhle der Fleischgewordenen gegangen, um einen Anspruch zu bestätigen. Mhm. Bruder, willst du wirklich diesem gefährlichen Kurs folgen?
Es gab eine Zeit, als du mich bedingungslos unterstützt hast, Serin. Ich vermisse diese Tage. Hab ich doch. Brüder. Mein Bruder Chodala steht kurz davor, etwas Törichtes und Gefährliches zu tun. Aber beim Anbruch des Morgens wie des Abends. Azura hat uns beide aus einem Grund auf denselben Pfad geschickt. Ich hoffe nur, wir haben genug Zeit. Was wird Chodala tun? Er wird Anspruch auf den Titel des Nerevarine erheben und versuchen, die hier versammelten Aschländerstämme zu vereinen. Das Rotexil hat er schon überzeugt, ihn zu unterstützen. Das nutzt er, um die anderen Stämme einzuschüchtern. Wenn er die Weissagerin auf seine Seite ziehen kann... Erzähl mir mehr von der Weissagerin. Die Weissagerin Dofrosi ist das am höchsten geachtete Ratsmitglied und Geistermedium diesseits des Roten Bergs. Sie ist in die Kaverne der Fleischgewordenen gegangen, um über Chodalas Anspruch zu meditieren. Falls sie die Behauptung meines Bruders stützt, werden die Stämme ihm folgen, wohin er sie auch führt. Also müssen wir mit der Weissagerin sprechen. Einverstanden. Aber ich wage es nicht, Chodala mit den Stämmen allein zu lassen. Ich spüre das Wirken Azuras in dieser ganzen Sache. Reist zur Kaverne der Fleischgewordenen und sprecht mit der Weissagerin. Ich bleibe hier und werde versuchen, alles unter Kontrolle zu halten, bis ihr zurückkehrt. Dann breche ich zu der Kaverne der Fleischgewordenen auf. Die Kaverne liegt nordöstlich von Aldruhn, auf der anderen Seite des Berges. Hoffentlich machen euch das Beben und die Lava den Weg nicht allzu schwer. Reist zur Kaverne und sprecht mit der Weissagerin. Wenn sie Chodalas Anspruch auf die Rolle des Nerevarine bestätigt... Was genau ist diese Kaverne der Fleischgewordenen überhaupt? Mein Bruder ist nicht der Erste, der glaubt, er sei der wiedergekehrte Nereva. Alle vorherigen Fleischgewordenen ruhen in der Kaverne. Eine Statue Azuras wacht über jene, die auf die Ankunft des wahren Nerevarine warten. Und was ist eine Nerevarine? Azura hat verkündet, dass eines Tages Indoril Nereva, ein Held aus uralten Zeiten, zurückkehren würde, um die Dunkelelfen zu einen und alles Unrecht auf Nirn zu beseitigen. Wir nennen diesen leibhaftig Zurückgekehrten den Nerevarine. Mein Bruder Chodala glaubt, er wäre der wiedergeborene Nereva. Aber ihr seid anderer Meinung als euer Bruder. Als Chodala ein Gulakan, ein Vorkämpfer unseres Volkes wurde, habe ich ihn unterstützt. Als er als Ashkan, als Anführer unseres Stammes vortrat, war ich an seiner Seite. Doch dieser neue Anspruch geht mit seltsamen Kräften und Gerede über Krieg einher. So etwas kann ich nicht unterstützen. Okay, das verstehe ich. Leb wohl. Ja. Ja, zurück. Ich war nämlich gerade abwesend. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast. Du warst nur seltsam still. Ja. Die ganze Zeit so nicht dazwischen gequatscht. Nein. Nee, haben wir nicht mitgekriegt. Ich hab nämlich eben meine Discord-Einstellung eingestellt und wollte gucken, warum mein Ingame-Spiel Lautstärke so leise ist. Obwohl die im Spiel auch volle Pulle steht. Dann habe ich gedacht, bei Discord gibt es vielleicht nochmal irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten. Dazu habe ich aber keine gefunden. Und dann habe ich wohl aus Versehen Discord zugemacht, statt nur die Einstellung zuzumachen. Und dann habe ich mich gewundert, dass ich dich nicht mehr gehört habe und du mich auch nicht mehr. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, vielleicht habe ich aus Versehen Discord zugemacht. Was soll das denn heißen? Ich habe mich schon gewundert, dass da kein Gemotze kam. Ich gesagt, dann ja, Brüder überzeugen, kannst du vergessen, bla, Warum soll ich da motzen? Also wir müssen zu diesem Fleischgewordenen irgendwas dappeln, um die Weissagerin zu überzeugen, dass der Dussel vielleicht doch nicht den richtigen Weg geht. Ja. Oh ja, das müssen wir einmal um den Berg herum. Ja, super. Ich sehe das gerade auf der Karte. Ja, sie hat ja schon gesagt, das ist auf der anderen Seite vom Berg und sie hofft, dass das Beben und die Lava uns das nicht allzu schwierig machen. Ja, aber ich glaube, da müssen wir drumherum, ne? Ich glaube, da richtig rauf kann man nicht. Gut, dann würde ich sagen,
Laufen oder Pferde? Ja, wir können ja mal angucken und wenn halt zu viel coole Sachen unterwegs sind, können wir dann immer noch. Wo bist denn du? Da. Ach so, ja. Das ist natürlich öfter mal auf die Karte gucken, so wir müssen rechts. Wir müssen einmal um den großen Berg rum, das ist. Ja, dachte ich, kann man hier. Ja, probier's, können wir auch probieren, aber da ist keine Straße. Ich dachte, wir wollten uns drüber an die Straße. Ja, aber was ist das hier? Ja, und keine die ist gleich Straße? Zu Ende. Doch. Aber diese Straße ist da vorne gleich zu Ende. Dann müssen wir uns durch die Wildnis durchschlagen. Ja, können wir auch machen, das ist ja kein Problem. Waren wir hier schon mal? Weiß ich nicht. Da ich hier aber nichts sehe, keine Karte, kein gar nichts, würde ich sagen, waren wir hier noch nicht. Ist aber weiß. Ja, dann waren wir ja schon. Glaube ich mal. Ja, so, moin Vantika auch von mir jetzt nochmal nachträglich. Ja, guten Morgen, Vantika. Ne, du? Da ist was Grünes. Ja, Herz. Mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht mal das Mietchen von letzter Woche rausmachen, dass man die auch was sich angucken kann. Ah, juck, juck, juck. Friedliche Begleiter. Exotisch. Einheimisch. Wo ist das Katzenvieh jetzt? Glaube ich, unter exotisch. Ach ja, da ist er. Nibirischen Legenden nach wird ein Haus, dessen Besitzer ermordet wurde, immer wieder von Schatten dieser Katze heimgesucht, die von Fürst Kürbisfratze ausgeschickt wird, um den Mörder der ewigen Schande und Schuld zu erspähen. Die Geschichte dieser Miezekatze. Was ist denn jetzt? Da. Dieses durchsichtige, bläuliche Etwas ist das Kätzchen, das man letzte Woche kriegen konnte. Yeah. Dafür, dass du eine Katze bist, bist du aber sehr unsanft auf die Pfoten gefallen. Ja, kannst du auch noch meckern, Katz. Der Tag wird unser sein. Jaja. Alles gut bei dir, Vantika? Quietsch. Ja, wenn die hier stehen lassen, müssen wir uns mit den... Bringen wir hier gerade den Felsen runter. Nerven uns die Käfer zu viel. Ja, ich war nur am Karte gucken. Ja, wir leben, ne? Wir leben. So, jetzt haben wir wieder eine Straße. Diese Blume da ist einfach schick. Ja. Bin da. Ein
eigentlich ist ja egal, ob man rechts oder links rumdappeln. Ne? Das ist egal, aber ich glaube, ja, das ist egal. Macht nicht viel aus, glaube ich. Nur wenn wir hier rumreiten, dann sehe ich gerade, können wir gleich ein bisschen abkürzen und bis zu einem Wegstein dann teleportieren. Die Bullen sind doch noch relativ harmlos. Man kann schon sehr dicht an denen vorbei. Hier geht's nicht. Hallo. Mir geht's gut, danke, Vantika. Komme gerade vom Friseur und sehe wieder stabilisiert aus. Autsch! Zu spät die richtige Taste gedrückt. Beziehungsweise ich habe zu spät den Lavasee gesehen. Ups. Aber ich bin nicht im See gelandet, ich bin nur vorne dran. Ja, dann. Achso. Ja. Hust. Es ist etwas staubig hier. Hust. Lass mich doch in Ruhe. Ich will doch nur vorbei. Aua. Aua. Zu den Hühnern, verdammt mich. Ich versuche hier drumherum zu kommen. Haus Lalu? Haus Lalu. Lalu? Ganz gewiss. Mögen all eure Geschäfte Gewinne abwerfen. Danke. Lalu, wo bin ich denn jetzt? Wenn man wieder nicht so laufen kann, wie man will. Warte, ich komme mal zu dir. Lauter komische Viecher. Guten Tag. Oh, jetzt bin ich gleich am Wasser. Dann dürft ihr euch einfacher werden. So, ich bin jetzt auf einer Straße wieder. Da ja, kann warte, man wieder rund kann. Ich bin kurz hinter dir. Ach so, du bist nochmal schräg. Okay. Ihr müsst ja irgendwie vor den ganzen Angreifern dappeln. Ja, aber ich weiß nicht, wie du da jetzt hingekommen bist. Ja, toll. Jetzt. Kreuz und quer und hoch und runter. Ja, ja. Und ich bin einfach nur dem Tal gefolgt. Das ist, bin ich leider nicht mehr in deiner Nähe. Da konnte man irgendwo über so einen Buckel dappeln und dann. Ja, da bin ich aber schon dran. Bin ich aber schon weit dran vorbei an diesem Buckel. Das hat so keinen Zweck mehr. Warte mal. Also ich. Miau. Bleib mal da stehen, wo du bist, und ich komme mal. Ich mache hier mal, gar nichts. Ich stehe doch ja, schon. Ich wollte so sagen, ich bin schon wieder in deine Richtung unterwegs, aber. Darf ich gleich führen? Was ist schon wieder meckert? Nein. Ich will einfach nur, dass die Reise leichter wird. Statt über Stock und Stein mal auf den Straßen zu bleiben, vielleicht. Kann ja, ich jeder. Weiß. Ja, das, ich wollte es gerade sagen, das ist ja zu primitiv, das ist mir schon klar. Aber ja, jetzt brauchen wir auch nicht mehr zum Wegschreien, okay. Also mir nach. Und wenn du irgendwie nicht mehr folgen kannst, dann sag Bescheid, weil ich habe jetzt keine Minimap mehr. Ich kann jetzt nicht mehr sehen, ob du hinter mir bist oder nicht. Du musst jetzt selber ab und zu auf die Karte gucken. Ich
kenne das von Conan. Rennen und immer im Sekundentakt die Karte aufmachen. Das ist schon so Gewohnheit. Ja. Und wenn irgendwas Interessantes rechts und links ist, dann sag auch Bescheid und schrei. Aber hier unten waren wir schon mal. So, warte mal. Einmal stopp gleich. Wo ist denn jetzt der? Ach, da vorne. Einmal kurz da vorne am Wegschrein anhalten. Muss ich mich einmal orientieren. Haben wir den Wegschrein noch etwas weiter in der Nähe? Nein, nicht wirklich. Trotzdem ist ein totales Gewirr. Lass uns mal trotzdem den Wegschrein nehmen. Warum? Ja, hast recht. Wir können auch so weiter. Weil dahin, also wenn wir da oben hin müssen, da ist doch gar kein Wegschrein. Nee, ist nur einer hier in der Nähe. Dann könnten wir aber ein bisschen Straßengewirr umgehen. Aber ist egal. Das können wir auch so reiten. Warte mal, jetzt muss ich mich gerade mal orientieren. Wir müssen nach Osten, also hier weiter. Okay. Ah, wo gibt's denn jetzt hier? Scheint dich doch gar nichts gemacht. Ja, das interessiert ihn nicht. So, hier sind wir jetzt auf der großen Straße. Jetzt können wir hier rechts abklicken. Naja, von Straßen zu reden ist ja auch ein bisschen übertrieben, oder? Ja, schon. Unter einer richtigen Straße verstehe ich was anderes. Aber hier sind halt überall die Steine mit dem kleinen Feuerchen drauf. Das kennst du dann halt die Straße. Könnte auch Straßenbeleuchtung nennen. Ja, stimmt. Könnte man. Ja, und so ein bisschen festgetrampelt da wieder rechts, das ist auch. Ja, das auf jeden Fall. Also man kann schon erkennen, dass es ein Weg ist, aber... Nicht ganz so viel Unkraut. Ja. Quietsch! Ja, sorry, ich hab auch gedacht, der Weg geht da an der Seite vorbei, aber... Ich muss schon ein bisschen auf die Karte hier auch gucken. So, jetzt hier rauf. Nee. Stopp, zurück. Kurve. Nein. Hier geht's rauf. So, hier ist eine Straße. Ich gehe dann nur zu dem Dings da. Zu dem Wegschrein? Ja, den hat man aber schon. Sicher. Ja, gut, da kann ich auch noch mal auf die Karte gucken. Ja, aber doch, das ist schon richtig hier. Halt. Norden. So rüber, oder? Wo war denn der jetzt? Ach, hier so war er. Okay. Nee, so rüber. War doch richtig. Ja, genau. Ja. Was hier ist nicht gut zu erkennen. Muss ich mich mal beschweren. Ich habe gestern so gedacht, ich habe für Animal Crossing so einen Bodenbelag gebaut. Ja. Der soll an einen Meeresboden erinnern. Wir sollten die Kraft unserer Reittiere besser einteilen. Von der Geräuschkulisse war das so kehl gemacht, dass da, wo es aussieht wie Sand auf dem Boden, dann hast du wirklich nur so Sandknirschen unter den Füßen gehört. Und da, wo Korallen und so Zeug gemalt waren, dann bist du über Stein gelaufen von der Kulisse, von der Geräuschkulisse. Das fand ich so geil. Aha, stopp. Einmal kurz stopp.
Ich hab da gerade was gesehen. Das fand ich so geil. Das ist ein Teppich, der unterschiedliche Klangfarben hat. Ja. Siehst du da hinten das Leuchten? Das ist eine Himmelsscherbe. Ich weiß, ob es gerade nicht wieder darüber kommen. Wir müssen ein Stück zurück. Warte mal. Ich weiß nicht, ob man hier rüberkommt, aber. Laut Karte müssen wir, glaube ich, ein Stück zurück, aber kannst ja mal gucken, ob man hier rüberkommt. Mal abgesehen davon, dass so ein paar Jungs hier sind, die einen vermöbeln wollen. Ja, einmal hier um die Lava rumreiten, genau. Hicks. Sieht ganz gut aus. So weit, so gut. Und jetzt müssen wir noch da drüber kommen. Ja, wahrscheinlich hier weiter rum bis zum Eingang dann zu diesem. Kommt und holt uns doch! Wemer-Gebiet. Ah, guck, hier ist ein Weg. Ja, perfekto. Ganz so perfekto, aber. Da ist eine Brücke. Das sieht gut aus, ja. Das war einfach. Ach, guck schon, mit der Dicke. Jeps, und da hinten ist es. Ja, sehr gut. Jeps. Hey, eine Himmelsscharfe. Hey. So, geschafft. Das könnte von mir aus kommen. Dann ist Zeit für euch. Ja. Ja, ich glaube. Nervensägen. Da ist noch eine. Moin, Six. Hi, Six. Machen wir uns auf den Weg. Haben wir doch schon einmal was Gutes auf dem Weg abgegriffen. Mhm. Ich sage ja, es muss nicht immer traf nur an der Straße entlang. Bisschen hier und bisschen da gucken. Ja, ja, natürlich. Aber wenn man irgendwo hin will. So, ist hier rum. Ja, macht schöne Schlangenlinien. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn irgendwas ist, ich achte auf den Weg. Und wenn irgendwo was rechts und links ist, kannst du ja drauf achten. Du musst dann. Alles gut bei dir, Six? Untersuchen oder erstmal links liegen lassen? Sind doch gerade da. Ein Fall. Falensara Dingsbums. Ach, was ist ich? Falensarano. Jedenfalls nichts Aggressives. Den ansprechen? Nee. Ein Buch? Das Ende der Worte ist einem Sivi. Ich habe mich früher auch immer gefragt, was das bedeutet. Habe ich aber in der Zusammenhang auch rausgekriegt. Das hatten wir auch schon mal. Ja, das ist ein Wort, das aus den Anfangsbuchstaben der drei Götter
zusammengesetzt wird. Almaxeria, Sil, Fisch steht für Sotasil. Und allem wie, das wie steht für wie weg. Ah ja, okay. Soweit okay, du warst schon wieder gerade einkaufen und nichts mit mir mitgebracht. Das ist eine Frechheit. Das nenne ich eine Frechheit. Nichts mitgebracht hat der. Unglaublich. Aua. Warum springst du da runter? Ich wollte hier dran vorbeispringen, nicht runter. Um auf die andere Seite zu doppeln. Ob es da noch was Schickes gibt. Nichts mitgebracht. Aber hier versteckelt sich nichts. Na dann. Hätte ja sein können, dass hier irgendwie noch was Nettes liegt. Ja, klar. Lass uns ruhig hier runter, das ist schon ganz gut. Ich bin direkt hinter euch, Partnerin. Ach, der springt aber ganz gut. Ach, der springt jetzt weiter oben. Ja. Tomaten, Erdbeeren, Käse, Wurst, Salat, Hähnchenbrust. Nein, da mag ich überhaupt nichts davon. Nie, ist klar. Frechheit. Warte mal, was klaue ich mir denn da? Die Erdbeeren und Salat wären gar nicht mehr so schlecht. Tomaten wären gar nicht so schlecht. Und die alles. Hähnchenbrust, die nehme ich mir auch noch. Der Rest darf schon behalten. Ich muss das sagen. Nee, Käse und Wurst habe ich selber noch daheim. Brot habe ich auch noch daheim. Also Tomaten, Erdbeeren, Salat und die Hähnchenbrust, die nehme ich mir. Hallo, hier. Ja. Vor allen Dingen das Frischzeug. Werden wir schon angegriffen? Ja klar, werden wir angegriffen. Ja, weil du immer durch die Wildnis reitest. Reiten wir los. So, hier ist auch wieder was am Wegesrand. Ein Gewölbe. Hä? Oh, cool. Guten Tag. Wow. 14 Euro das Kilo Kirschen. Ja, Hammer. Das ist ja abartig. Ich finde es ja schon überraschend, wie billig man dieses Jahr phasenweise Erdbeeren bekommt. Aber 14 Euro für Kirschen? Wow. Das ist schon eine Menge, ja. Also ich finde ja schon 7 Euro oder so immer schon sehr teuer. Ich liebe Kirschen, aber ja, mein Geldbeutel ist einfach zu dünn. Na, sind keine Bücherregale. Nö. Nur Kisten. Naja, in einem Räuberlager erwartet man noch eher keine Bücher. Oh, wo finden wir nicht Bücher? Das ist mal ernsthaft. Naja, meistens in alten Kavernen. Oder in Zauberer- oder Alchemistenlagern. Ist im Wandschrank was drin? Nee. Toll, zwei Kürbisse. Mehr wie bei mir. Warte mal gerade. Und da ist ein Bücherregal. Ich sag doch, es gibt überall Bücherregale. Da ist eins.
Sagen wir mal so, theoretisch würde man in einem Räuberlager eher nicht so viele Bücher finden wie in einem Der Sieg ist draußen, Lager eines Alchemisten. Aber die Niederlage ist schlimmer. Oder diskriminiere ich jetzt Räuber? Definitiv. Ich glaube es auch. Erdbeeren kosten die Schale sie. Echt? Ich wollte gerade sagen, ja gut, bei uns sehe ich meistens die für 2 Euro. Ja, ich kann mir das einfach nicht leisten, bei örtlichen Bauern zu diesen Preisen zu kaufen. Kann ich mir definitiv nicht leisten. Nee. Du nicht, aber es gibt halt genug, die sich das leisten könnten und es trotzdem nicht machen. Ich meine, ich will jetzt auch nicht gegen dich sein, siehst du, um Gottes Willen. Ich kenne deine finanziellen Verhältnisse auch nicht. Die muss ja jeder selber sehen. Aber ich weiß genau, das habe ich hier bei uns im Städtchen auch erlebt. Ich wohne ja in einer Kleinstadt, da leben viele Leute, die zwar nicht reich sind, aber auch nicht gerade arm. Ihr müsst in Bewegung bleiben. Also, das ist deine Kiste, ne? Und davon sind einfach viele Leute einfach nur zu geizig, um die lokalen Bauern zu unterstützen, weil bei uns gibt es nämlich auch, wir haben ja ein extra Erdbeerfeld auch von einem lokalen Bauer, wo man halt auch selber Erdbeeren sammeln könnte oder sie auch da kaufen wollen. Da sagen die Leute dann aber, obwohl sie sich leisten können, dass sie das nicht ausgeben wollen und kauft dann lieber die billigen aus dem Ausland. Schmecken aber nicht. Ja, das scheint den Leuten aber egal zu sein. Die also sind ich alle bin so früher auch auf so ein Erdbeerfeld oder so gegangen, ist mal geil. Vor allen Dingen so eins ins Töpfchen, eins ins Mäulchen. Ja. Also das ist, ja. Ja, aber die Erdbeerernte und die der Erdbeerverkauf und der Spargelverkauf ist dieses Jahr extrem eingebrochen. Ja, mich wundert das nicht bei den Preisen. Nee, hast du mal gesehen, was der Spargel kostet? Ja, ich kaufe auch schon seit Jahren keinen Spargel mehr. Ich boykottiere den auch, weil ich habe letztens noch gelesen, dass, ratet mal, welches Gemüse, das in Deutschland angebaut wird, am meisten... Ich krieg's nicht auf, mach selber. Ja, ich muss gerade hier... Ich hab keinen Nerv jetzt. Ich muss darüber erstmal prüfen. Also ich habe jedenfalls Hallo, gelesen... Sabi. Hallo Sabi, hab gelesen, dass Spargel das Gemüse ist, das in Deutschland am meisten Anbaufläche verbraucht. Also es gibt nicht so viele nirgendwo so viel Anbaufläche, egal für Kartoffeln oder sonst was, wie für Spargel. Und dann wird also praktisch das ganze Jahr Feld freigehalten für ein Gemüse, das man sowieso nur in 2 oder in einem Monat essen kann. Das finde ich einfach. Ja, aber Spargel ist halt lecker, ne? Nur davon abziehen, dass ich tatsächlich sehr schlecht vertrage wegen meinen Gelenken. Aber das ist ein anderes Thema. Früher habe ich sehr viel Spargel gegessen in der Saison. Aber das könnte ich einfach nicht mehr bezahlen. Also ich finde, dass Spargel total überbewertet ist. Aber das ist nur Geschmackssache. Das muss ich wollte gerade sagen, das ist das muss jeder zum für sich Frühling selber. Gehört für mich neben Erdbeeren, Kirschen halt auch Spargel. Und ja. Ja, ich kenne das. Also meine Mutter früher, die hat aber auch große Spargel gemacht. Die hat auch immer halt Spargel gemacht. Ich mag den auch ganz gerne, aber... Wir haben früher sogar in der Nähe vom Spargelgebiet gewohnt. Und meine Eltern auf sich das holen gegangen sind und... Ja... War schon nett. Aber frag mich jetzt nicht mehr, wie das hieß, weil ja, wir sind ja damals ständig umgezogen und ja. Wie geht's dir, Sabi? Wir diskutieren gerade über Preise von Erdbeeren und Spargel und Kirschen und ja, von einheimischen und nicht einheimischen Bauern, was man sich da leisten kann. Wie viele unschuldige Opfer mussten unter diesen Banditen leiden? Ich brauche mal eine ganz kurze Pause. Also ich nicht, aber mein Charakter. Ich habe nämlich gerade Stufen. Ja, ich hab's gesehen. Geht so, das heißt was?
Ich lese wieder nur die Hälfte von Wantiga und denke so, hä, wie, was, Bi? Spinnenseitenkleider. Nee. Ist zu schwach. Heilungsstab des Frostes. Ist besser wie den, den ich habe. Okay, kann weiter. Moment. Das muss ich noch gucken. Du bist Depri, und das ist aber schlecht. Das ist aber schlecht. Los, Chat, einmal Xabi ordentlich durchkitzeln. So richtig, so von Kopf bis Fuß. Wüsste gar nicht anders, das kann wie nur rumlachen. Verscheuch den schwarzen Hund. Verscheuch den schwarzen Hund vom Sofa, Xabi. Sag ich doch, einmal ordentlich durchkitzeln. Reicht? Manchmal hüftet ja. Es ist seit gestern oder vorgestern oder vorvorgestern. Wie viel haben wir denn heute? Ja, ich glaube, ab dem 7. ist es, kann man das jetzt haben. Ja. So, lass uns mal hier rein. Also ich meine, man konnte es ja natürlich vorher schon kaufen, aber jetzt ist es offiziell draußen. Mhm. Glaube ich auch. Ich weiß es aber auch nicht genau. Es wird schon bei Steam beworben, es wird bei der offiziellen Seite beworben und ja. Nein, ich hab's nicht und ich will es mir eigentlich auch nicht kaufen. Nee, wir haben das nicht. Also, das sind immerhin 40 Euro. Das kann ich mir im Moment nicht ganz so leisten. Nee, ich auch nicht. Ja, bleib mal hier, bleib mal hier. Lass uns mal hier um die Ecke gucken. Da hinten müsste eigentlich noch ein Himmelsscherbe sein. Ich weiß nicht, was sehen. Oh ja. Kleiner Gang habe ich nicht gesehen. Ja. Da, ja. Wir haben ja das Morrowind vor kurzem genommen. Das hat es ja kostenlos vor kurzem erst gegeben. Das spielen wir auch gerade. Oh, ich habe ein Buch über Stile von Waldelfen. Warte mal. Perfekt. Ich habe Waldelfenstil gelernt. Super. Und ja, Uhrwerk hatte ich mir letztens geholt. Das war mal reduziert. Und ja, das Eisern ist mir im Moment ehrlich gesagt noch zu teuer. Ich warte dann wieder. So, jetzt können wir wieder zurück. Der Ausrufebefehl muss immer irgendwie am Anfang sein. Dann funktioniert das. Nee, hier. Ja, lass mich dann rechts auch noch gucken. Was ist das? Da geht's weiter zurück. Oder, ja. Ja, da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Wir wollen aber doch noch den Rest der Höhle noch durchsuchen. Ja. Da müssen wir dann hier wieder zurück. Der Zabi ist viel zu gutmütig zu dem Six. Hat dem Kaffee gemacht. Hat er das verdient? Nee. Nee. Ich auch einen Kaffee? Einfach. Ja, mein Schatz, ja, ist klar, ne? Das macht schon eine kleine Erpressung, guter Freund. Das kommt mir irgendwie entfernt bekannt vor. Mein Schatz. Nee, Schatz. Jetzt bin ich. Hier müssen wir lang. Hier müssen wir raus.
Es ist auch wieder kompliziert hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann auch immer noch dreidimensional. Auf der Karte sieht es immer so einfach aus. Aber es geht dann hoch und runter und übereinander. So, und jetzt hier. Jetzt hier nach Norden. Was? Ich habe keine Angst vor euch. Hallo? Wo bin ich denn? Das wäre erledigt, denke ich. So, wir müssen hier rum. Hier rum, rum. Morrowind. Wir machen aktuell Morrowind. Ja. Wir haben auch ein Gildchen zu, nur für den Fall, dass du Böcke haben solltest. Nicht, dass da jetzt wahnsinnig viel los wäre, aber hey, ne? Ich meine, du weißt ja, wir sind ja nur einmal in der Woche da. Ja. Andere Richtung. Trotzdem ist es nett, wenn da Leutchen drum rumlaufen. Ich wollte es halt nur mal erwähnt haben. Bei Sabi komme ich mir voll mega ansteckend vor. Ich sehe die dauernd spielen, die ich selber in vor kurzem oder aktuell streame. Ah, okay. Hast du sie verführt? Mhm, total. Ist irgendwie kehl. So, wo bist du denn jetzt? Ich hab hier noch gerade aufgeräumt, ein paar Sachen gelootet. Nichts Gescheites, nicht viel Besonderes, aber ein Rezept nochmal. Hier, hinter dir. Da. Wie gesagt, Morrowind gab es letztens kostenlos. Und das haben wir uns natürlich geholt. Und ja, spielen das jetzt. Und werden auch noch eine Weile hier bleiben. Ja. Wir versuchen ja immer die Gebiete auf 100% zu machen. Ich denke gerade, die eine ist ja schon tot und dann huch, das andere Ding lebt. An die Waffen! Was denn jetzt? Nee, jetzt müssen wir noch hier. Hä? Erstmal auf der warmen Zimmer doch, glaube ich, herkommen, oder? Oh ja, 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 das ist. Kommt mir so vertraut vor. Na, dann lass uns mal hier in diese Richtung. Nee, da geht es doch auch da. Da sind wir gekommen. Was müssen wir denn hier unten noch? Keine Ahnung, das ist ja das Problem. Das ist. Ja, gut. Ist aber auch, wenn ich auf die große Karte gucke, ist es weiß. Also vielleicht haben wir das schon erfunden. Ja, deswegen sage ich, so ist. Dann können wir auch wieder raus. Und der Zellen ist mal wieder da, was? Zellen ja, schleppt sich ihre Schmusedecke mit. Na dann. So wie der Linus von Peanuts. Da hat er doch auch immer Schmusedecke im Arm. Aber Schatz könnte ich auch mal ausprobieren.
weiß gar nicht, wie viel ich noch habe. Apulette, okay. Die Schatz zeigt dir an, wie viel Schätze du hast, damit du Roulette und ähnliches spielen kannst. Ach, bist du nah hintereinander, ne? Okay. Ja. Vielleicht dann nochmal. So, ja, wollen wir dann raus, oder? Wir können hier noch einmal zur Sicherheit eine Runde rennen, ob wir was übersehen haben. Nein? So, können wir machen. Aber auf der Karte, also auf der Karte hier wird auch nichts angezeigt, also von daher. Ja, ich weiß aber, ich meine, es ist eine komplette Runde, um einfach. Ja, ja. Theoretisch ganz leicht durchlaufen können. Mich im Moment gerade nervt, ist, dass die Mobs hinter mir entstehen. Es ist Cooldown, Leute. Cooldown. Kurz warten. Ist man richtig? Ja. Mal abgesehen vom Apfelkorb immer im Wasser, damit es schön gammelt, hat es hier nichts. Mobdichte, das ist schon unglaublich. Warte mal, gibt es in dem Spiel mehrere Werbungen für verschiedene Items? Ja, eigentlich schon. Und zwar gibt es halt einmal so Allianzpunkte, dann gibt es Ereignissteine, es gibt das ganz normale Gold, es gibt Kronen, das ist die Euronenwerbung, dann gibt es Kronen-Edelsteine, das haben wir das letzte Mal ja gezeigt, wie man die machen kann. Diese Schlüssel, keine Ahnung. Siegel der Bestrebung, keine Ahnung. Telvar-Steine, weiß ich auch nicht so wirklich was damit. Transmutationskristalle. Also es gibt jede Menge Währungen, ja, ja. Es gibt jede Menge Währungen. Ja, ja. Also und, die. Hm? Ja, die Allianz-Sachen, die du da eben erwähnt hast, sind halt für PvP, wenn du PvP machen willst. Ja, oder kriegst du halt bei der Tagesbelohnung. Ja, ja, da kriegst du halt welche. Hier seht ihr, bei den Tagesbelohnungen sind ja auch ganz, ganz fast immer jeden Monat Allianz-Punkte dabei. Und ja. Oh, guck mal, 100.000 gibt es demnächst wieder. Oh, 4 Tage noch. Gibt es ja richtig fett Kohle wieder. Ja, ich habe schon wieder ein paar Tage verpasst, aber macht nichts. Diese Telvar-Steine kriege ich auch meistens hier über diese Belohnungen, tägliche Belohnungen, wo ich aber eigentlich schon gar nicht weiß, wofür ich die ausgeben kann. Ja, für PvP-Ausrüstung. Hat Wantika ja gerade geschrieben. Telvar ist für PvP. Ah, okay, danke, Wantika. Habe ich gerade nicht gesehen. Da steht aber auch bei. Geh mal mit der Maus auf die Telvar, auf die 4500. Ästherische Teile des Weißgoldturms, welche auf den Abenteuern durch den Kaiserstadt gefundenen Währung, können sowohl in Handwerks Materialien als auch Gegenstandsset der Kaiserstadt gekauft werden. Genau. Und in der Kaiserstadt gehst du halt fürs PvP. Also alles, was mit Kaiserstadt zu tun hat, ist PvP. Ah, okay. Ja, wie gesagt, das sind so Sachen. Also ich logge mich ja normalerweise einmal am Tag ein und hole mir auf jeden Fall meine Belohnung ab. Und manchmal mache ich mit der Kleinen noch Handwerksschriebe. Und ja. Auf
viel mehr mache ich hier da unter der Woche nicht. Naja, okay. Was? Die kann man in die Bank packen? Oh, okay. Schlüssel der Unerschrockenen kann man bei den Unerschrockenen Deli-Verteiler eintauschen für Rüstungsteile. Ah, okay. Ich wusste nicht mal, dass man was anderes außer Gold auf die Bank schmeißen kann. Ja, warum nicht? Ja, das ist ja schlimm. Kaum ist man in der Stadt schon, gibt's Pack. Der Tag ist unser. Auch die Allianzpunkte. Müssen wir dann das nächste Mal dran denken, wenn wir in der Stadt sind. Und das Zeug da rausschmeißen können. Ja, wieso? Wir haben doch sowieso nicht vor, PvP zu machen, oder? Ja, aber trotzdem kann man das hier mal auf die Bank packen. Dann hat man im Inventar wieder Platz für neue Währungen. Ja, das stimmt. Mir wird hier irgendwann mal voll. So, wir sind jetzt durch. Ja. Einmal rum. Geh einfach nackig in die Stadt, ja. Mhm. Am besten auf dem weißen Pferd und so, ne? Genau, Lady Godiva-mäßig, genau. Naja, die wollte ja angeblich gegen die hohen Steuern protestieren, ne? Ich weiß nicht, gegen irgendwas hat sie auf jeden Fall einen Protest gemacht. Das war ja eine hohe, also es ist eine Legende nur, das war aber eine hohe Adlige in England. Die vom König hatte ihr Ehemann, also der Herzog oder was weiß ich, was der war, hatte halt sehr hohe Steuern auferlegt bekommen von dem König. Und dann hat sie als Protest, ist sie halt nackt auf dem Pferd zum König geritten, um zu zeigen, wie arm sie halt sind, weil sie sich nicht mehr was zu leisten, sich nicht mehr Kleidung leisten kann, weil selbst die Steuern halt so hoch sind. Kann einen Schatz bergen. Ja. Hm. Soweit ich mich aber im Mittelalter auskenne, ist das wirklich eine schöne Legende. Weil niemals hätte sich eine Adlige dazu herabgelassen, vor allem nicht eine Hochadlige, hätte sich niemals dazu herabgelassen, nackt in der Stadt zu reiten, in aller Öffentlichkeit. Ja, also, gut, ich sag's mal so, wenn es ein bisschen rebellischer ist. Nur ich meine, auch da gab es solche und solche, würde ich fast behaupten. Ja, aber dann wäre es sinnvoller gewesen, sich in ein Bettlergewand zu kleiden und dann zum König zu gehen. Als Adlige in einem Bettlergewand, das ist schon deutlich genug. Sabi, ich mag solche Legenden auch. Nackte Frauen, die auf Pferden reiten. Jetzt spiele ich mal gerade den Macho. Finde ich natürlich klasse, solche Legenden. Männer. Genau. Nee, aber diese Rebellion dahinter, die ist cool. Ja. Da hast du mit Sicherheit die Aufmerksamkeit auf deiner Seite. Das kannst du heute ja auch nochmal ausprobieren. Das kann man könnte wohl heute nackt sein, nicht mehr so spannend. Ja, nicht mehr so schlimm wie früher, aber es wäre trotzdem eine Frage, wie hört man Käme heutzutage. Ich sag ja nicht so spannend, weil siehst du doch an jeder Ecke. Nicht so spannend. Wenn du nackt durch ein Einkaufszentrum oder durch eine Einkaufsstraße gehen würdest, dann wäre die Polizei wahrscheinlich trotzdem ganz schön schnell da. Ja. Wir hatten hier in Bielefeld ja mal einen berühmten Flitzer, der immer praktisch nackt draußen rumgelaufen ist. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her, weil der in der Zwischenzeit auch, ich glaube, der ist sogar verstorben. Aber der hat so viel Bußgelder gekriegt, dass er pleite dran gegangen ist. Und der ist nachher sogar in Beugehaft gekommen, weil er halt seine Geldstrafe nicht mehr bezahlen konnte und ist irgendwann auch bettelarm gestorben. Was den angetrieben hat, weiß ich auch nicht. Also der hat immer behauptet, sein Körper wäre ein Kunstwerk und das dürfte man nicht verhüllen und deswegen ist er immer mit Turnschuhen und ansonsten nackt durch die Stadt gerannt und dadurch, Kunstwerk. Hm.
Ja. Und nein, er war nicht besonders attraktiv. Das ist, ja, der hatte irgendwie ein bisschen, der war ein bisschen merkwürdig. So, wo bist denn du? Bist du schon draußen? Bist du noch drin? Jetzt habe ich so viel erzählt und jetzt bist du weg. Ich bin gerade eine Kiste draußen. Ach so, ja. Aber meine Finger machen heute einfach nicht mit. Okay, ah, ich sehe dich da oben auf dem Berg, alles klar. Ich krieg nicht mal eine einfache auf heute, das ist hier schlimm. Dann üb nochmal, wir haben noch Zeit. Das ist hier Bienenkörbe? Nee, das zwischen Kopf und Pfote funktioniert heute einfach nicht. Ja. Ich sehe das zwar, dass ich jetzt loslassen muss, aber bis meine Hand dann wirklich loslässt, ist es zu spät. Jetzt habe ich es. Ja. Yay, was habe ich denn da gekriegt? Besser fangen. Ein Gemälde, Kinas. Ich habe ein Gemälde gefunden. Du hast wenigstens mal Glück bei sowas. Ich kriege immer nur Müll. Guck mal. Telvanni-Gemälde. Mein erstes Gemälde aus dem Ding. Ich dachte noch, was ist das Silber, ne? Leerer Seelenstein. Das dann nicht. Ich habe ein Gemälde gefunden. Na, da bin ich ja mal gespannt. Obwohl, ich hab gar keinen Platz, weil mein Haus ist voll mit Deko. Ja, dann schenke ich mir... Nein. Da hat letztens gestanden, dass meine Deko-Dinger voll sind. Ich brauche ein größeres Haus. Mhm. Was ist das hier? Bienenhaus? Vor? Ja, habe ich eben auch schon gesagt, zwei sind Bienenhäuser, würde ich mal tippen, ja. Die ist ja richtig niedlich gebaut. Die würden mir auch gefallen. Ja. Was meinen die Leute? Die sehen doch viel hübscher aus wie die Bienenkästen, die wir stehen haben. Das sieht ja richtig putzig aus. Ja, nett. Ideen muss man haben. Ich habe ja viel Glück eigentlich mit Sachen fangen, ob Rezepte oder und so, ne? Und aber bis ich dann was mal aufkrieg. Schwerer Sack. Habt ihr etwas gefunden? Ein Buch. Auf die Karte und schon bist du wieder weg. Also, theoretisch wissen wir das. Hä? Was wissen wir? Wo wir unser Haus stehen haben. Ja, klar weiß ich, wo mein Haus steht. Theoretisch schon. Hier ist so viel Kaputtes. Also ich habe so ein relativ kleines Haus noch von meinem ersten Runde zu spielen und Bran, der hatte sich ja erst vor kurzem ein neues gekauft. Nicht nachlassen! Ihr schafft es! Nicht trotzdem, Kai. Ein Seeanwesen. Gesehen hast du es auch nicht? Dann war schon nicht da. Wir waren da schon zwei oder dreimal drin. Dann müssen wir vielleicht gleich nochmal kurz hinhüpfen. Wie gesagt, ich habe so ein Mini-Haus und er hat halt ein größeres. Ich müsste mir halt mal irgendwann die Zeit nehmen und Häuser angucken und überlegen. Es gibt ganz viele Häuser. Bezahlbar und unbezahlbar, aber es gibt sie. Das Dekorieren der Häuser ist nicht ganz so einfach.
Es gibt sogar einige Häuser, die man nur mit Kronen bezahlen kann, also nur mit Echtgeld. Und welche, die es nur saisonal zu kaufen gibt? Ja. Miau. Miau? Sind da Katzen? Meine. Oder Kaschid? Meine miaut. Ach, deine miaut, okay. Dafür, dass sie so geisterhaft ist, hat sie eine ziemlich laute Stimme. Warte mal, einmal auf die Karte gucken. Ja, ich glaube, wir laufen erstmal noch weiter bis zur nächsten. Da bis zur nächsten Wegstation. Totes Kopf, Dingsbums. Keine Gnade! Was ist denn das? Theoretisch ist hier irgendwo so ein totes Kopfding. Ein Turm. Turm von bla bla bla. Turm wäre vielleicht hier dieses Pilzding da. Der so krankhaft aussieht. Mhm. Ist dein Haus vergleichbar mit Speicherplatz? Nein. Nee, also je größer das Haus, desto mehr Deko kannst du reinmachen. Jetzt ist der Pilz. Ich habe hier gerade den Fund genannt ja, bekommen. Genau. Ja. Jetzt müssen wir da noch hochkommen. Ja, musst du wahrscheinlich von der anderen Seite, von der Straße her. Es wäre logisch, dass der Eingang zur Straßenseite hin ist. Wandiger hat 9 Gebieten in ein Geisterschiff, okay. Das Schiff ist schlecht. Ich bin gleich das Schiff oben. Raus. Wie, du bist oben? Okay. So, naja. Ich sehe dieses Krebsgeschwulst an dem Pilz. Aber so wirklich... Hilfe! Ich verstehe. Ja? Hier ist ein Eingang. Das ist Mensch, es. Ich habe geschafft, was keinem sonst gelang. Ich brauche mehr Macht. Mehr Macht. Kummer. Ich bin eigentlich nur runtergefallen. Aber ist ja egal. Ne? So. Wir sind auf der richtigen Spur. Ja. Das hier ändert alles. Ich komme hier nicht durch. Jetzt war ein Durchgang, aber der ist zu eng für mich. Wir haben es geschafft. Ich spüre die Verbindung. Was wir erfahren werden. Na, unmöglich. Lauf sofort. Komm. Dass man hier so gar nicht klettern kann, das nervt mich ein bisschen. So. Ihr da, Hilfe! Vernichtet diese Dendra, bevor es zu spät ist! Hilfe! Es geht schon los. Was geht los? Na hier! Dann klitzekleines Problem. Du wolltest doch zu dem Totenkopf unbedingt. Ja, aber doch. Du weißt doch. Du weißt doch, was es mit den Totenköpfen auf sich hat. Nein! Das sind diese Supermonster, die wir bis heute sowieso nicht schaffen. Aber du wolltest da unbedingt hin. Wieso nicht? Theoretisch, mir hat schon einen geschafft. So, und pass auf, jetzt geht's gleich wieder los. Wantiga, das Wort Vorsicht ist bei Nielka völlig überflüssig. Völlig sinnlos. So, ich war also nur überrascht. Bevor wir das jetzt aber wirklich, also wenn du es wirklich versuchen willst, dann muss ich mir vorher noch was einwerfen. Hab eine tolle Abkürzung gefunden, Jappa. Es müsste jetzt gleich wieder losgehen. Hm? Also ich habe erst ein Heilzeug, glaube ich, reingeschmissen. Aber ich muss mal gucken, aber ich habe hier noch Schriftrolle des Lernens. Gut. Da ein Kronenstärkungsmal, das wollte ich. So. Jetzt können wir meinetwegen
Tschum. Gut. Ja. Mein Digga, das schreckt die Elke aber trotzdem nicht ab. Wie soll ich denn jetzt? Ach, Waffen gewechselt. Zwei gefährliche Widersacher habe ich in den Dings-Tages-Dings-Bus bekommen. Wow. Runde Nummer 1 sieht doch schon mal. Gut aus. Aua, was hast du mit mir gemacht? Autsch. Stirb halt. Okay. Wo bist du? Alle auf dem Weg wieder dahin. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo es reingeht. Mein Viechchen hält den Tag. Eine mächtige Präsenz erscheint. Seid darauf gefasst. Schmeckt unseren Stahl. Ja, ich will dich nicht. Jo, jetzt hat's mich gebeinelt. Du bist da oben. Wie kommen wir denn da rauf? Da habe ich die ganze Zeit gekämpft. Ja, ich weiß. Kommt aber trotzdem nicht hin. Aber ich sehe, ach, hier geht's rein. Ich bin die ganze Zeit wie doof am Rennen. Das nützt aber nichts. Ich bin, das sagt ganz weg. Sobald ich im Kampf bin, bin ich tot. Also ich teleportiere jetzt zum Wehstein. Bin nicht bereit, da meine Seelensteine für auszugeben, für Wiederbelebung. Die brauchen wir doch für sonst sowieso nichts. Also bin ich nicht bereit, die für einen sinnlosen Kampf auszugeben. Sind die bei dir ja immer? Nein, das sind nicht immer sinnlos, aber ein Kampf, den wir zu zweit überhaupt nicht bestehen können, ist halt sinnlos. Die hinter mir alles noch herlatschen. Mann, Mann.
gibt da auch nicht wirklich eine Levelangabe. Wenn entweder sie schafft oder schaffst du halt nicht. Man muss manchmal auch ein paar Mal probieren. Das ist halt so. Das macht schon gut auch. Ja, Randika, das stimmt schon, aber. Der Riss wird wachsen, wenn dieser Dätra nicht erschlagen wird. So. Sorgt euch nicht um meine Befreiung. Jetzt müssen wir uns entweder das Sign-Up-Lager angucken oder wir gehen weiter zu unserer Quest. Wie du möchtest. Diese Energien verschlingen mich. Der jammert. Wer jammert? Ja, der arme Typ, der da nicht befreit wurde. Ach so, ja. Da ist noch ein Wegschrein. Und jetzt können wir versuchen, dass wir uns hier quer durchschlagen zu unserem, zu dieser Kammer. Kaverne der Fleischgeborenen. Beintraining, einmal Treppen hoch und runter rennen. Was ist denn das? Baumhaus. Lebst du noch? Nö, nicht wirklich, oder? Nee. Musiker, die nicht mehr so ganz lebendig aussehen. Die haben sie wohl vergessen, da oben zu füttern. Da ist schon eh zu viel. Dankeschön. Etwas Nützliches? Ja, danke für den Kaffee. Hey, da schießt er schon wieder jemand. Nun, danke für den Keks.
wenigstens noch was Süßes. Stopp einmal kurz, hier ist Erz. Oder auch nicht. Jetzt können wir es endlich abbauen. So, alles klar. Siehst du, da wird es mir ganz komisch, ne? Also, ne? Also. Ja, genau. Sieg. Nee, nee, nee. No, was Tal des Winde, okay. Da hat jemand einen Rucksack und ein Messer vergessen. Schlimm, schlimm. Ja, es muss jetzt irgendwo ein Weg sein, der nach Süden geht. Der Tag wird unser sein. Nepal entdeckt. Das ist eine Schmiedestelle. Kannst du wieder Set Gegenstände, Set schmieden. Der kippt nur so eine komische Milch da rein. Die hat dann eine ähnliche Wirkung, weißt du? Aber verrat mal ja keinen. Ja, genau, Taubenmilch. Hier war mein Eingang. Schmucktisch. Eine Schreinerbank.
Nein, also ich sehe kein Standbild tatsächlich. Ich aber. Hä? Nee. In deinem Browser ist während der Videodekodierung ein Fehler aufgetreten. Muss den Player neu laden. Ja, aber dafür kann ich nichts. Nee.